Hallo Leute, in diesem Video geht es um den Pragmatismus, diese klassische amerikanische Philosophie, die dort geprägt wurde und den Inhalt. Nun auf den ersten Blick eine sehr einfache Geschichte. Pragmatismus, Pragmatiker, kann sich jeder was darunter vorstellen. Wichtig ist, was hinten rauskommt. Der Output zählt, die Ergebnisse zählen, gibt keine Wahrheit. Wichtig ist der Erfolg, der entscheidet, ob das alles überhaupt stimmt. Das ist sozusagen das klassische Allgemeinverständnis vom Pragmatismus, der Pragmatiker, der Macher. Und das wurde auch auf die Philosophie so übertragen. Nur diese Übertragung ist nicht direkt falsch natürlich, aber zu einfach. Ein Video über den Pragmatismus ist im Grunde ein sehr schwieriges Video. Denn der Pragmatismus ist keine wirkliche philosophische Schule. Es gibt keine wirklichen Definitionen. Es gibt nicht, das ist der Pragmatismus. Es gibt total verschiedene Interpretationen. Es ist sehr, sehr schwammig. Aber ich versuche in diesem Video mal darzulegen oder mal hier einen Hinweis zu geben, was der Kern sein könnte. Oder ein Gespür dafür zu geben, dass da mehr dahinter steckt, als wie wichtig ist, was hinten rauskommt. Nun, am Anfang stand ja Charles Sanders Peirce mit der Frage, was ist eigentlich die Bedeutung von Begriffen oder von Bedeutung von Ereignissen, Gegenständen und so weiter. Wenn wir nach der Bedeutung fragen, dann fragen wir eigentlich danach, oder ist für uns eigentlich bestimmend, die Wirkung, der Effekt, was da rauskommt. Was hat das für eine Bedeutung? Dann denkt man zuerst die Wirkung. Also, wir bestimmen Bedeutung von etwas durch die Wirkung, durch den Effekt, durch die Konsequenzen, durch die Ergebnisse. Das war die erste Frage von Peirce. Dann kam William James, der amerikanische Philosoph, und der fragte nach den Wert von Theorien. Und da kam auch das legendäre Cash Value. Da zählt eine Theorie, der Wert einer Theorie bestimmt sich danach, was rauskommt. Also zum Beispiel, wenn die Ergebnisse einer Theorie, die Folgen einer Theorie, für uns keine Bedeutung haben, wenn sozusagen das Falsche oder Richtige für uns keine Bedeutung hat, dann ist die Theorie überflüssig. Und deshalb falsch. Das heißt, wir können nach James die Bedeutung oder die Richtigkeit von Theorien, die Richtigkeit von etwas erkennen, aufgrund dessen, welche Bedeutung es für uns hat. Ob es überhaupt einen Effekt hat. Wenn es keinen Unterschied macht, ob das stimmt oder nicht stimmt, dann ist die Theorie falsch, weil sie gar keinen Effekt hat, wenn es eh egal ist. Das heißt, James versucht, die Wahrheit von Theorien dadurch zu beweisen, auch wieder von ihrem Effekt her. Das sind so die beiden klassischen Denkstrukturen. Was steckt dahinter? Dahinter steckt sozusagen ein Weltbild, sozusagen eine Beobachtung, dass unsere Erkenntnis, unser Wissen, unser Denken entstanden sind in der Auseinandersetzung mit der Umwelt. Das heißt, wir haben das alles im Kopf, weil wir unsere Umwelt kontrollieren müssen, um zu überleben. Wir müssen die Umwelt kontrollieren, überleben. Deshalb brauchen wir das. Das heißt, der Effekt ist für uns wichtig. Er ist Entstehungsursache auch unseres Denkens, unseres Denkens, unseres Wissens, unserer Erkenntnis. Das ist nicht egal, das ist nicht einfach isoliert. Und die Welt da draußen als zweites ist eine Welt in ständiger Veränderung. Das heißt, es macht keinen Sinn, in der Erkenntnis nach dem Beständigen zu fragen, nach der Wahrheit, weil alles in Veränderung ist. Und das hat sich ja in der Wechselwirkung entwickelt. Das heißt, unser ganzes Denken ist gar nicht darauf ausgerichtet. Es ist sinnlos, nach diesem Endgültigen zu suchen, das es nicht gibt und sozusagen durch das mit einem Und so sind wir auch gar nicht entstanden, dass wir das suchen könnten, müssten, sollten, weil wir ja
in der Auseinandersetzung mit dieser sich ständig verändernden Welt entstanden sind. Unser Denken, unser Wissen, unsere Erkenntnis und so weiter. Und das Dritte ist dann noch, dass wir alles, was wir erkennen, immer wieder überprüfen müssen, auch anhand der Ergebnisse, des Effekts, der Erfahrungen. Also ihr seht, hinter diesem Pragmatismus steckt jetzt nicht nur die simple Annahme, sozusagen, ich baue mir die Welt so, wichtig ist, was hinten rauskommt, alles andere ist ohnehin egal, mein Profit, Cash Value, was rüberkommt hier, lass mal rüberwachsen, sondern da steckt schon mehr dahinter. Im Detail unterscheiden sich natürlich diese ganzen Philosophen dann wieder, verschiedene Richtungen, modernerer Art, älterer Art und so weiter. Aber ihr bekommt jetzt sozusagen vielleicht ein Gespür dafür, es steckt mehr dahinter als nur das, was wir im Alter unter Pragmatismus verstehen, sondern eine Analyse der Welt und der Entwicklung, die sozusagen zum Ergebnis führt, dass wir in der Auseinandersetzung mit der Umwelt entstanden sind und dass die Konsequenzen nicht irgendwas sind, was halt mal kommt, sondern dass die Konsequenzen integraler Bestandteil dessen sind, was unsere Erkenntnis, unser Wissen, unser Denken ausmacht. Also hilft nicht zu sagen, da füge ich jetzt mal die Konsequenzen dazu, sondern das gehört schon immer zusammen. So, also das versucht man immer sozusagen, um mit mehreren Blickwinkeln zu erklären, wie die Pragmatiker da draufkommen, der Pragmatismus draufkommt, dass die Konsequenz so wichtig ist. Dass das entscheidend ist. Und das hat diesen Hintergrund. Das ist jetzt sozusagen ein Video zum Pragmatismus, wo ich einfach versucht habe, über diesen Alltagsbegriff mal ein bisschen hinaus zu leuchten und ein Gespür dafür zu geben, einen Eindruck zu geben, was dahinter steckt, hinter Pragmatismus, wie die draufkommen. Aber wie gesagt, der Pragmatismus ist keine Schule, keine einheitliche Denkrichtung, wo ich sagen könnte, so läuft es, sondern da schaut er die verschiedenen Denker an, die sagen wieder ganz was anderes und haben andere Begriffe geprägt und so weiter, aber ungefähr so in diesem, um diesen Kern herum kann man es wohl festmachen. Wie gesagt, Peirce und James eben als die großen Begründer in den USA dieser philosophischen Richtung, die jetzt ein bisschen auch wieder ein Revival erlebt. Ich hoffe, ich konnte es klar machen. Ein im Grunde sehr schwieriges Video, weil wie gesagt, es gibt diese festen Fundamente nicht. Aber ich denke mal, es ist einigermaßen klar geworden, hoffentlich. Fragen dazu gerne in Kommentar bei das Video, so immer. Freue mich über Likes das Video, Abonniere für den Kanal, erzähle, dass der Kanal weitergibt und sage, bleibt dran, bis zum nächsten Mal.